Hey ihr Lieben, ich bin's, der Christian und die Mimi. Und wir machen heute die Weg des Champs Chichester Spezial Pink Kollektion auf. Mit den zwei wunderschönen Pokémon Lapras und Monte Carlo Karten. Ne? Obwohl der Monte Carlo finde ich jetzt gar nicht so hübsch, aber das Lapras umso mehr. So, gucken wir mal, was sich da so drinne verbirgt. Auf jeden Fall für Sammler richtig nice. Zwei wunderbare Arena-Orden. Ne? Gucken wir uns die erstmal an. Schon nice. Ja, also echt gerade auch so schön schlicht mit Schwarz und Weiß. Ja. Das sind bestimmt diese, es gibt bestimmt auch von den ersten Arenen, von den ersten 8 gibt es bestimmt auch so Arena-Orden. Wäre natürlich nice, wenn man sowas mal hätte. Ne? Ja. So. Also wäre ja dann passend zur Sammlung. So, und dann ist der einzelne oder was? So, einmal das Monte Carlo. Richtig cooler Holo-Effekt. Sieht mir richtig gut aus. Jetzt kommt ein Favorit. Dein Favorit, meiner. Oh mein Gott, was hat denn der Hund heute schon wieder? Das habe ich mich jetzt erschrocken, Leute. Und das wunderschöne Lapras. Wunderschön. Auch hinten. Ja. Das kommt direkt mal in den Toploader. So, und dann schieben wir es in den Toploader rein. So wie es das gehört. Wunderschöne Promokarte. Oder ist so eine Promo? Ja, ist so eine Promo. Und jetzt kriegt man die auch ganz leicht da wieder raus, ohne dass man die Hülle groß aufbiegen muss oder so. So. Perfekt. Eingesleeved und sicher natürlich, ne? Auf jeden Fall. So, die legen wir mal hier oben hin. Mal gucken, ob wir das toppen können heute. Hoffentlich haben wir nicht nur Nieten hier drin. So, was machen wir denn zuerst auf? Können ja mal kurz sortieren. Davon nochmal, davon eins. Wir machen erst das Barrikadax auf. Das hätte ich zum Schluss gewählt. Ach, nee. Wir sind gespannt, Leute. Das geht ganz schwer auf. Vielleicht ein gutes Zeichen. Ach du Alarm. Ich will auch die Karten nicht da drin beschädigen, ist es halt. Ja. So. 2, 3, 4 waren es da ja auch, ne? Bei dem Set, oder? Ja. Ja. Eine Wasserenergie. Ein Ness. Ein Calamanero. Ein Tohaido, cooles Artwork. Ein Hornio im Knet-Artwork, glaube ich, oder? Ja, irgendwie so, auf jeden Fall süß. Ein Wabu, ein Kukuna, ein Pokéball, ein cooles Macholo. Ein Null. Ja. Schon die zweite Mal, dass es eine Entwicklung komplett im Dingens ist. Also nicht komplett, aber halt die nächste Entwicklung. Machoke Reverse Holo und. Ein Slime Prim in Holo. Nice. Das wird auch gleich eingesleeved. Haben wir natürlich genug Hüllen da. Ja, das wird uns glaube ich nie passieren, dass wir hier irgendwie zu wenig Hüllen haben. Für die ganzen Pokémon. So. Ja, die Holos und Reverse Holos dahin und die ganz dicken Puls oben hin. So. Dann kommt das Gardevoir Pack. Das erste von den beiden. Oh, die gehen aber alle so schwer auf. Ja, oh, ne, jetzt ist es doch leicht aufgegangen. Da ist wieder ein Hornio. Ja. Das sieht aus wie so ein Bruder von der roten Nase. Findest du? Ja, irgendwie schon. Ich zeig's dir gleich, pass auf. Hm? Vielleicht, ich hoffe es. Eine Feuerenergie,
ein Bibor, ein Primano, das ist die Vorentwicklung von der Holo-Karte eben, ein Yarrow. Guck doch mal, die Nase ist doch so ist rot, rot, ja. Und so groß. Das, ja, gut. Erinnert mich an Rudolf und der Roten. Ja, guck mal, und dann dahinter wieder Warflu. Ein... Hä? Okay, Kupuna. Hä, ist das gleich Pack oder was? Ein Pokéball, ein Rollo. Ah, ein Reverse Holo Vulpix. Oh, ist das schön. Cool. Und ein... Oh, Altaria in Holo. Nice. Wurpix ist echt süß. Mhm. Ja, ja. Schick, schick. Ja, ich auch. Vor allen Dingen das wunderschöne Altaria. Hier als Normalkarte, wo es eigentlich ein Drache ist. Und das nächste Gardevoir. Ich bin gespannt. Also hier haben sie echt... Am Kleber nicht gefallen. Ja. Oh nein. Wieder Einhorn, Liu. Irgendwie ist das komisch, oder? Das ist mehr als komisch. Ich dachte schon gerade kurz. Werden da keine Repacks sein, oder? Was soll denn das hingerichtet werden? Weiß ich nicht. Es gibt Tricks. Primano, verdächtige Konserve, Hornliu, Gerhardax. Ich sehe schon glitzern, Leute. Ein bisschen aufgeregt gerade. Ein Zurukex. Ein Konklet, ein Kleptiflux, Kleptifuchs, oh. Ein Reverse Holo Yarrow und ein Kamal im Full Art. Nice! Nice! Sieht auf jeden Fall, siehst du diese Konturen da drin? Ja. Richtig nice, ne? Boah. Also den packe ich besonders ein. Ja? Ja, ich, soll ich es tun? Ja, sollst du tun. Aber kannst du vielleicht erstmal aufs Centering gucken? Erstmal in die Hülle. Ja. Ich glaube auch nicht, dass die jetzt so viel wert ist, die Karte, aber. Die ist hübsch, allein oh, das ja. So, wir gucken erstmal so jetzt ohne die dicke Hülle. Geht. Oben und unten, oben ist dicker und links auch, ganz minimal. Und hinten auch. Siehst du es? Darüber geht es dicker als da. Okay. Siehst du es nicht? Ja doch, wenn du es mir jetzt umhältst, schon. So. Hier, Kleber schon. Wo ist denn die Klebeseite? Ja, ich habe sie extra passend gegeben. Mm-mm. Ich hatte die Klebeseite in der Hand. Ja, weil du daran gefasst hast. So, die richtige Farbe hat es mir auch gegeben. Tja, wenn schon, ne? Mhm. So. Wunderschönes Pokémon. Oder cooles Pokémon. So, und jetzt machen wir das passende Booster dazu auf. Achso, jetzt haben wir noch den Yarrow vergessen. So, kann ja mal passieren, ne? Joa. Ja, auch schon öfter mal passiert. Naja, ab und zu. So, jetzt das Kamal im VMAX Booster. Vielleicht ziehen wir ja mal ein Kamal im VMAX oder ein anderes VMAX. Schauen wir mal. Diese Booster, ne? Gehen echt nicht so gut auf. Guck mal, da sind echt viele Doppelte, glaube ich, dabei, oder? Ja. So. Stück. Und wir legen los mit einer Stahlenergie. Verdächtige Konserve. Pokémon Center Dame. Die in Full Art sieht auch mega schön aus. Okay. Muss man mal eingeben. Hopp. Macholo. Klonkett. Carnivana. Ein Trank.
ein Wuffels. Zuru-Cakes im Reverse-Holo und ein Machomai. Ein Machomai in Holo. Nice, nice. Jetzt habe ich es doch glatt an der Hülle vorbeigeschoben. So. Lass ihn nochmal zeigen. Gefällt mir sehr gut auf jeden Fall. Ja, ich hab ihn. Und ein Zuru-Keks. Wo man bei Unlicht immer das Reverse nicht so richtig sieht, finde ich. Ja, das ist, ne? Also das glänzt nicht so wie bei den anderen Karten. So, und das letzte Pack für heute, Leute. Oh Gott, ey. Gib mir mal eine Schere, bitte, Schatz. Ich hab echt Angst, dass ich, wenn ein Pull drin ist, dass ich ihn kaputt mache. Wenn ich das hier so... Muss die Karten alle nach unten schieben, dann kannst du dann auch schneiden. Ja, und jetzt schneide ich das Klurak. Du fühlst auch deine Karte, ist aber nicht. Ich habe schon mal ein Opening gesehen, da hat einer das Booster aufgemacht und da war eine Karte hier oben mit eingeschweißt. Ich? Ja, und das war das 20.000 Euro. Das ist hier. Nein, das war die Codekarte. Das war wirklich nur die Codekarte, aber sie war oben mit drin. Okay. So. Eins, zwei, drei. Wir machen jetzt mal drei nach vorne. Pass auf, wir machen jetzt einen anderen Kartentrick. Drei. Die Energie weg. Wow. Und dann fangen wir an. Sanja, Rotomrad, Tohaido, Wuffels, ein Drank, ein Pokéball, ein Kanivana, ein Rattan, ein Arbok. Das ist auch immer nice, gell? Wenn man gleich so beide dann zieht, ja. Und hinter Arbok haben wir ein Slimeblüm nochmal. So. Die tüten wir schnell ein. Ne? So, tun sie mit auf den Stapel. Das Arbok. Und dann zeige ich euch nochmal die drei besten Karten hier. Ne? Einmal das Kamalm, was wir gezogen haben. Das Monte Carbo und das wunderschöne Lapras. Wunderschön. Und Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.